Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Spanische Fliege von Terror Heidi. Bern, 14. Dezember, 5 Uhr. Ich öffne meine noch leicht verquollenen Augen und spähe unter der Bettdecke hervor. Es schneit wieder einmal. Drei Wettertaft ist angesagt. Perfekter Halt fürs Haar. Verschlafen und zufrieden liege ich im Bett. Der Mond hat sich bereits verabschiedet. Schleierhafte Lichtfetzen dringen ins Zimmer. Kurze Zeit später kräht sich der Gockel des Nachbarn in ordentlicher Ozzy Osbourne-Manier die Seele aus dem Leib. Die Schneeflocken tanzen vor dem Fenster. Erstaunt stelle ich fest, dass die weiße Pracht schon in einer dicken Schicht auf dem Fenstersims liegt. Ich schließe die Augen wieder und gebe einen wohligen Seufzer von mir. Nur noch eine Minute in meinem kuscheligen Bett, denke ich und strecke meine Beine nochmal so richtig durch. Was für eine Wohltat. Doch statt wieder in die Traumwelt zu gleiten, fasse ich mir an die Kehle. Heute ist etwas anders als sonst. Ein befremdliches Gefühl beschleicht mich. Mein Rachen fühlt sich so trocken an. Ein unguter Gedanke kreist in meinem Kopf. Werde ich krank? Außerdem habe ich einen ekelerregenden Geschmack im Mund. Und da ist etwas in meinem Hals. Es fühlt sich an, als würde dort ein Fremdkörper stecken. Was zum Teufel ist das? Das Atmen fällt mir schwer. Ich bekomme es mit der Angst zu tun, röchle und kriege fast keine Luft mehr. Wie wild beginnt mein Herz zu pochen. Ich reiße meine Augen sperrangelweit auf und kombiniere alle sachdienlichen Indizien. Wie Sherlock Holmes setze ich alle Puzzlestücke zusammen und komme zu folgender Schlussfolgerung. Keine Panik, es sind die Kopfhaare meines Mannes. Ein grantiges Haar aus der braunen Mähne meines Liebsten schlingt sich um mein Halszäpfchen, als würde ein erfahrener Cowboy ein junges Rindvieh einfangen. Wie von einer Hornisse gestochen, setze ich mich mit durchgestrecktem Rücken im Bett auf. Dabei knackst meine linke Schulter. Aua! Trompete ich mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich huste einmal kräftig, um mich von diesem fiesen Fangnetz zu befreien. Geschafft, o Allmächtiger, ich lebe, stoße ich hervor und hole einmal tief Luft. Neben mir ertönt eine tiefe Stimme. Morgen, Schatz, was machst du denn für einen Lärm? Hast du schlecht geschlafen? Ich atme nochmals richtig durch und versuche, die Schulter zu bewegen. Geht doch. Mein Mann blinzelt mich an. Nein, antworte ich. Ich habe großartig geschlafen. Und füge dann mit einem sarkastischen Unterton hinzu, aber ich huste und schreie immer nach einer erholsamen REM-Phase. Leon dreht sich im Bett und wendet sich mir zu. Beschützend greift er nach meinem Arm. Seine raue Hand gleitet in meine. Als sich unsere Eheringe berühren, ertönt ein feines, helles Geräusch. Ein zartes Klirren, ganz kurz nur, aber unüberhörbar. Seine sanfte Annäherung zaubert mir für einen kurzen Moment ein Lächeln ins Gesicht. Nach meinem abrupten Erwachen kehrt allmählich die Ruhe zurück und meine Gliedmaßen entspannen sich. Leicht wie eine Feder lasse ich mich ins warme Bett sinken. Ich murmle ihm leise zu. Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken. Ich schmiege mein Gesicht an seines, sodass ich seinen gleichmäßigen Atem auf meiner Haut spüre. »Hast du was Schönes geträumt?« erkundigt er sich. »Ja, durchaus. Ich erinnere mich schleierhaft, dass es ein sonniger Tag war. Ich war mit der ganzen Crew der Black Eyed Peas auf einer großen Europatournee. Wir spielten auf einem Festivalgelände. Als ich gerade den Song »Let's Get It Started« performte, bemerkte ich, wie die Leute sich von uns abwandten. Um den ganzen Gig vor dem Scheitern zu retten, stürzte ich mich in die Menschenmenge und fing an, progressiven Goa zu beatboxen. Die Leute strömten in Massen zurück und fingen wie wild an zu tanzen. Es gab kein Halten mehr.
Mein Mann hebt skeptisch eine Augenbraue. Ist mir schleierhaft, wie du deine Träume so präzise steuern kannst. Das nennt man luzides Träumen, erwidere ich. Das habe ich mir selber beigebracht. Das könntest du auch lernen, Schatzi. Ach, du bist eine kleine Klugscheißerin, brummt er und kneift mir im selben Moment in den Oberschenkel. Dabei kichert er schelmisch. Wir schauen uns tief in die Augen, während unsere Hände immer noch ineinander liegen. Ohne ein Wort zu sagen, schaue ich ihm tief in die Augen. Ich liebe dich, Leon, sagt mein stummer Blick. Es scheint so, als würden die beiden, Leon und Nora, eine solide harmonische Beziehung führen. So mag es zumindest auf den ersten Blick scheinen. Es war aber nicht immer alles eitler Sonnenschein. Die letzten 3 Jahre waren, um es mal gelinde auszudrücken, ein Wechselbad der Gefühle, und zwar für beide. Ihr sehnlichster Wunsch ist es schon lange, eine Familie zu gründen. Sie träumen von einem Haus fernab der Stadt, von einem großen Gemüsegarten und einer Schar Kinder, die gemeinsam auf der Wiese spielen. Die Vorstellung der beiden hätte man sich nicht schöner ausmalen können. Doch ab und an kommt alles anders, als man denkt. Manchmal spielt einem das Leben nicht die besten Karten aus. Nora versuchte mehrmals vergeblich, schwanger zu werden. Doch die beiden gaben nicht auf. Wenn der Begriff Seelenverwandter auf 2 Menschen zutreffen würde, dann mit Sicherheit auf Nora und Leon. Mit viel Liebe und Hingabe widmeten sie sich ihrem Traum. Aber dazu gleich mehr. Vor noch nicht allzu langer Zeit entschlossen sie sich, einen weiteren Versuch zu unternehmen, damit Nora endlich schwanger würde. Aber dieses Mal wollten sie es auf eine etwas unkonventionelle Art versuchen. Eine gute Freundin kam eines Tages auf eine Tasse Tee vorbei und berichtete von einem renommierten Mediziner, der in seiner Dissertation erwähnt hatte, dass der Zeugungsort auch ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Zeugung sei. Leon konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er das hörte. Er setzte noch eins drauf, wie er es immer tut, wenn ihm eine etwas unglaubwürdige Geschichte aufgetischt wird. Ja, genau. Und der Zeugungsort könnte doch zugleich unserem Kind den Namen geben. Wie wäre das? Hat doch bestimmt auch einen Einfluss, amüsierte er sich lauthals lachend. An jenem Tag wollte keiner der beiden so richtig zugeben, dass der Gedanke, den Zeugungsort als Namen des Sprösslings auszuwählen, ihnen richtig Freude machte. Spät am Abend, als sie gerade gemütlich auf der Couch saßen, sagte Nora: Irgendwie mag ich deine Schnapsidee von heute Morgen, als du dich so herzhaft über den Doktor lustig gemacht hast. Du weißt schon, den Gedanken, dass wir unser Kind nach dem Zeugungsort benennen könnten. Das ist eine originelle Idee, finde ich. Ich hatte schon den ganzen Tag diesen Gedanken, antwortete Leon. Ich hätte auch ein gutes Gefühl, wenn wir es mal auf diese Weise probieren würden. Wollen wir es wagen? Die Dame des Hauses hob ihre Hand, um zu einem High Five anzusetzen, und sagte: Abgemacht, das machen wir so. Um dieses Versprechen zu besiegeln, klatschten die beiden mit einem lauten Knall ab. So entstand aus einer anfänglichen Schnapsidee ein Lebensprojekt, im wahrsten Sinne des Wortes. Bern, 26. Februar, 9.30 Uhr. »Wollen wir heute unser Vorhaben angehen?«, fragte mich Leon, während ihm ein Stück Käse aus dem Mundwinkel hängt. Ich nicke schweigend und genehmige mir noch einen Schluck vom frisch aufgebrühten Kaffee. Während Leon eifrig den Frühstückstisch abräumt, um auf der Tischplatte genügend Platz zu schaffen, hole ich aus einem verstaubten Schuhkarton eine Landkarte. Die Tischplatte ist jetzt sauber gewischt, die Rosen in der Vase etwas beiseite geschoben. Entschlossen gehen wir unser Vorhaben an. Die große zerknitterte Karte wird auf dem Küchentisch entfaltet. Meine frisch gemachten French Nails trippeln über das wellige Papier. Gespannt guckt mir Leon zu, wie ich mit dem Zeigefinger auf der Karte eine Reise unternehme. »So, schauen wir doch mal«, murmel ich. »Lieber nichts aus dem Kanton Freiburg«, sagt Leon leise und hustet verhalten. Ich lege den Kopf zur Seite und führe den Finger nordwärts. »Zürich und Basel lieber auch nicht«, fügt Leon an, hustet erneut und runzelt sorgenvoll die Stirn.
Für einen bleichen Buben, der früher mal Dreadlocks wollte, bist du äußerst wählerisch, Schatz, necke ich Leon. Suchend richten wir unsere Blicke wieder auf die Schweizer Karte. Nach gefühlten 4 Stunden und 3 Litern Kaffee in der Blutbahn können wir uns endlich auf 2 Kantone einigen, Tessin und Luzern. Jetzt müssen wir uns endlich für einen entscheiden. Was hältst du von Spreuer oder Kapell? Fragt Leon mit nuschelnder Stimme. Ist das dein Ernst? Ja. Dann kannst du im überfüllten Spielplatz hinweg über die Köpfe der ganzen Kinderschar rufen. Spreuer, komm nach Hause, es gibt Mittagessen. Leon wiegt bedächtig den Kopf und schaut mich verunsichert an. Ich füge an. Ich tue uns beiden einen Gefallen, wenn ich sage, dass Luzern gestrichen ist. Unser letzter Lichtblick ist jetzt das Tessin. Zielsuchend richten wir unsere Blicke wieder auf den Kanton, der wie ein Stück Pizza aussieht. Ich zähle alles auf, was mir unter den Fingernagel kommt. Bellinzona, Airolo, Ascona, Lugano. Ich lese noch weitere Ortschaften vor, bis die Aufzählung schließlich ein Ende findet. Schatz, hast du mir zugehört? Ja, sicher. Ich bin irgendwie an Ascona hängen geblieben. Ascona? Frage ich nach. Ja, Ascona klingt charmant und passt für einen Jungen und für ein Mädchen, so wie Robin, Finn oder auch Aria. Ascona finde ich gut. Okay, komm, das machen wir. Ich drücke Leon einen kleinen Kuss auf die Wange. Von diesem Tag an ist es für uns beide beschlossene Sache, dass der Name unseres Kindes Ascona sein wird. Bern, 12. März, 8 Uhr. Seid ihr abmarschbereit für unsere heutige Reise nach Ascona, du und der kleine Rahul? Frage ich Leon mit einem Augenzwinkern. Leon hat seinen kleinen Pillermann nämlich Raoul Rodriguez getauft. Kein Wunder, denke ich, dass Leons Ausdauer ein angenehmer Pluspunkt ist. Obschon ich diesen Pluspunkt für gewöhnlich genieße, wird er für unser heutiges Vorhaben eher hinderlich sein. Einen Minuspunkt hat Leon trotzdem. Er pennt danach immer schnurstracks ein. Naja, alles kann man wohl nicht haben. Aber heute ist mein Mann auf Kurzarbeit getrimmt. Er hat sich vorsichtshalber aus dem Internet das mittels spanische Fliege bestellt. Und zwar eine handelsübliche 30 Milliliter Originalflasche, nicht dieses billige Zeug mit Pflanzenextrakten und Koffein. Nein, richtig getrocknete und zerriebene Insekten, die nur mit Wasser zu einem Extrakt verarbeitet wurden. Prophylaktisch hat er sich vorhin im Badezimmer die ganze Flasche reingeschüttet. Viel nützt viel, dachte er wahrscheinlich. An diesem besonderen Tag will er nichts dem Zufall überlassen. Dass wir nicht in Ascona ankommen und sein kleiner Rahul auf Halbmast hängt. Ich bin startklar, ruft Leon mit männlicher, fester Stimme. Ich trage noch die letzten Sachen zusammen. Für den heutigen Tag habe ich mir extra einen Jack-Wolfskin-Rucksack besorgt. Ich habe mich zwar jahrelang dagegen gesträubt, mir so ein Teil anzuschaffen, weil ich immer dachte, wer sich ein Jack-Wolfskin-Produkt besorgt, ist nicht mehr weit davon entfernt, sich ein Blutdruckmessgerät oder eine beige Frühlingsjacke zu kaufen. Aber okay. Ich packe ein. Einen Laib Brot, dazu Käse, Datteln und eine Handvoll Nüsse für die nötige Reiseenergie. Eine Picknickdecke, Mückenspray und Sonnencreme, damit sich Leon seinen süßen Arsch nicht verbrennt. Im Treppenhaus beim Schnüren meiner Wanderschuhe bemerke ich, wie sich Leon am Geländer festhalten muss. Alles in Ordnung? Frage ich. Ja, alles klar. Mir ist nur plötzlich so warm. Mit vollem Elan laufe ich die Treppe hinunter. Unten angekommen merke ich, dass Leon mir nicht gefolgt ist. Erstaunt schaue ich zurück. Er steht immer noch oben und hält sich wie ein Großmütterchen am Geländer fest. Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Frage ich besorgt nach. Schlägt voll auf die Pumpe, sagt Leon. Himmel, Arsch und Zwirn, die Fliege macht sich schon ordentlich bemerkbar. Dann reißt er sich los und stürmt mir nach. Unten vor unserem Mietshaus begutachtet mich Leon mit einem Blick, den ich sonst nur vom Schlafzimmer her kenne. Doch ich nehm's ihm nicht übel. Ich habe mich heute auch extra für eine sexy Kombination aus einem leichten schwarzen Sommerrock und einer sandfarbenen One-Shoulder-Bluse entschieden und das in Kombination mit knöchelhohen Wanderschuhen. Sexy,
wirklich sexy. In strengem Ton weise ich Leon an. Richte deinen Blick besser auf etwas anderes, bis wir in Ascona angekommen sind, und beeil dich lieber ein wenig. Mit raschen Schritten, so schnell wie es angesichts der Umstände möglich ist, machen sie sich auf den Weg zur Haltestelle. Genau im richtigen Moment kommt das Tram um die Kurve. Erstaunt stelle ich fest, dass es fast menschenleer ist. Wir hatten vergessen, dass im ganzen Land seit Wochen eine ominöse Waschmittelkrankheit grassiert und dass alle im Homeoffice sind. Perfekt, so haben wir fast die ganze Bahn für uns alleine, denke ich. Wir machen es uns in der hintersten Sitzreihe gemütlich. Beim Hinsetzen stöhnt Leon leise auf. Ich werfe ihm einen verstohlenen Blick zu und sehe, dass er schon eine sehr gespannte Hose hat und ihm das Hinsetzen sichtlich schwerfällt. Leon, reiß dich zusammen, raune ich und blinzle erneut möglichst unauffällig zu Leon hinüber, dem die Situation sichtlich unangenehm ist. Sorry, ich kann das nicht steuern. Ich bin nicht mehr Herr meiner eigenen Hose. Er macht, was er will. Noch 7 Stationen bis zum Hauptbahnhof. Leon fängt an, sich mit leichten kleinen Reibbewegungen auf dem Sitz hin und her zu bewegen. Auf eine sehr absurde Art macht mich das unglaublich an. Meine Hand gleitet in trippelnden Bewegungen auf Leons Oberschenkel auf und ab. Mein Blick richtet sich nach vorn und schweift immer wieder durch das ganze Tram, um sicherzustellen, dass wir von niemandem beobachtet werden. Ich genieße es richtig, Leon so leiden zu sehen. Ein paar Sitzreihen vor uns sitzt ein älteres Ehepaar. Der Mann drückt die Nase in die Zeitung, die Frau ist mit Stricksocken beschäftigt. Leon hat mich mit seiner wuschigen Art angesteckt. Ich bin zwar nicht so der experimentelle Typ, aber in einem Tram wäre mal etwas, was ich auf meiner To-Do-Liste abhaken könnte. Ich drehe mich leicht zu Leon und schaue ihm tief in die Augen. Es braucht meinerseits keine Worte mehr, um ihm mitzuteilen, was ich jetzt gerade denke und brauche. Leon fackelt nicht lange und befreit sich von seiner gespannten Hose. Ein letzter Blick von mir genügt, um die Lage zwischen den Sitzreihen und bei den Ausstiegen abzuchecken. Ich hebe meinen Hintern leicht an und mache einen kleinen Schritt zur Seite. Dann lasse ich mich hinabsinken. Ich muss mir unwahrscheinlich hart auf die Unterlippe beißen, damit ich keine Geräusche von mir gebe. Leons Hände ergreifen hart meine Hüfte. Ich lasse mich nach hinten fallen, wobei Leon mir heftig in den Nacken keucht. Die rhythmischen Bewegungen und die zarten Vibrationen der Straßenbahn bringen mich in eine noch nie dagewesene Ekstase. Ich schließe meine Augen und genieße diesen einzigartigen Moment. Leon zuckt in unregelmäßigen Abständen immer wieder leicht zusammen. Die kurzen Bewegungspausen werden immer kürzer. Dafür werden Leons Muskelzucken ständig heftiger. Nur ein paar Sekunden später zittert er heftig und atmet mir entspannt und gelöst in den Nacken. Was für ein noch nie dagewesenes Erlebnis, denke ich mir. Ich bleibe noch für ein paar Augenblicke an Ort und Stelle und lasse den Moment noch ein wenig nachwirken. Dann öffne ich meine Augen. Mitten im Abenteuer habe ich das Raumzeitgefühl völlig verloren. Loriplatz, sage ich erstaunt. Leon, wir sind nur 5 Stationen von zu Hause weg. Das ist nicht einmal 5% der gesamten Strecke nach Ascona. Hinter mir vernehme ich ein leises Schnarchen. Ach, Leon, mein Liebster, flüstere ich mit einem Lächeln. Wie es sich für eine gute Steuerzahlerin gehört, setze ich mich neben ihn und beobachte, wie er sich wie ein erschöpftes Reh in den Tramsitz kuschelt. Die Picknickdecke lege ich ihm sanft über den Schoß. Da wir für den heutigen Tag extra ein Tages-GA gekauft haben, fahre ich die Strecken Brünnen-Saali noch ganze 7-mal an diesem Tag mit meinem schlafenden Mann an meiner Seite. Das Projekt namensgebender Zeugungsort wird fürs Erste verschoben. Epilog. 5 Jahre später. Auch heute genießen wir wie schon die ganze Woche einen herrlichen Sommertag. Das Thermometer klettert weit über die 30-Grad-Marke. Ich mache es mir auf meinem Liegestuhl auf meiner Veranda bequem. Mit meiner Sonnenbrille bewaffnet genehmige ich mir eine kalte Apfelschorle
Dabei liebe ich es, wenn die Eiswürfel so schön gegeneinander stoßen und klirren. Leon ist gerade noch unterwegs, um den Wocheneinkauf zu erledigen. Von der Terrasse aus sehe ich, wie meine Tochter mit einem anderen Mädchen streitet. Meine Kleine rennt zu mir und sagt völlig entsetzt: »Mama, Mama, die doofe Sarah hat mir meine Schaufel weggenommen!« Dabei weint sie fürchterlich. »Mein Schatz, ihr könnt doch die Schaufel teilen«, schlage ich vor. »Ich versprach Sarah, dass sie die Schaufel haben darf, wenn ich mit der Burg fertig bin«, stößt die Kleine schluchzend hervor. »Und dann, will ich wissen?« »Dann wollte ich noch einen Fluss um meine Burg herum machen«, fährt sie fort, während die Tränen weiter über ihre runden Bäckchen kullern. »Du hast Sarah also versprochen, dass du ihr die Schaufel gibst, sobald du mit der Burg fertig bist?« »Ja«, säuselt sie mit zuckersüßer Stimme. »Mein kleiner Schatz, es ist unglaublich wichtig, dass man seine Versprechen hält. Wenn etwas versprochen ist, ist das eine feste Abmachung, die nicht gebrochen werden darf. Verstehst du das, meine kleine Lori?« »Ja, Mama, das verstehe ich.« Das war »Spanische Fliege« von Terror Heidi. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.